Hallöchen ihr Lieben, seid herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal wieder Golden Sun Dark Dawn. Wir sind hier stehen geblieben hier an der Küste. Genau, da unten haben wir nochmal Ayuthai. Ich hoffe, ich werde nicht allzu oft angegriffen und ich weiß leider nicht ganz genau, wo mein Schiff steht, aber ich glaube, es war... Nein, hier war es schon mal nicht. Hier oben lang irgendwo. Warte mal, wo müssen wir lang? Wir müssen auf jeden Fall mal, genau, hier hoch und dann Richtung... Oh, heilige Feder. Ich werde sie mal trotzdem nochmal anschmeißen. Ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich so funktionieren, wie ich mir das vorgestellt habe, aber ein bisschen was könnte sie schon mal bringen. Genau, wir müssen jetzt hier eigentlich erstmal kurz so Richtung Harappa oder so, oder wie, oder was. Ich bin gerade komplett aufgeschmissen auf dieser Weltkarte, aber so schwer kann es ja nicht sein, Leute, ne? Da oben ist ein Weg, und da oben ist auch eine Brücke. Kann ich hier vorbei? Ja, ich kann hier vorbei, alles cool. Also hier müsste es irgendwo lang sein. Boah, diese Weltkarte kann echt verwirrend sein. Okay, okay, also ich würde mal sagen, die Feder, die bringt auf jeden Fall was. Ob das jetzt so alles abhält, glaube ich eher weniger. Ist hier mein Schiff? Ah, da ist es tatsächlich. Ah, ist mir wieder... eingefallen. Na gut, okay, eigentlich genau genommen habe ich bloß nachgeguckt. Okay, gut, dann sind wir jetzt hier wieder auf hoher See. Dann gucken wir mal schnell rein, wo wir als nächstes hin könnten. Wo waren wir denn noch nicht? Wo können wir denn noch hin? Haben wir hier unten noch was? Also hier sind auf jeden Fall ein paar kleinere Inseln. Ich habe auf jeden Fall auch ein bisschen Bock, hier mal ein bisschen die Weltkarte auf so kleinere Sachen zu erkunden. Ja, ob es hier vielleicht irgendwo ein Secret gibt, irgendwie eine kleine Insel, wo man anlegen kann und ja, vielleicht eine Art kleinen Dungeon oder sowas hat. Boah, mir fehlt die Funktion aus Pokémon, dass man einfach direkt erneuern kann, wenn man ja keinen Schutz mehr hat oder was auch immer. Okay. Gucken wir mal weiter, ob hier noch irgendwas Schönes zu finden ist. Also da unten kann man schön runtergucken in den Abgrund. Und hier hat man einfach einen kleinen Wald auf einer Insel, aber leider kann man da nicht hin. Das wäre natürlich auch nochmal schön. Okay, was hier oben war, glaube ich, die Insel, auf der waren wir schon. Und keine Ahnung, vielleicht gibt es ja irgendwie am Rand, am Weltrand... wo es ziemlich steil runter geht, was zu sehen, aber bisher habe ich noch nichts gespottet. Also hier waren wir auf jeden Fall schon, oder? Nochmal kurz einen Blick drauf werfen. Weil ich mich ja schlecht an Sachen erinnern kann. Ist das auch die richtige Anlegestelle, oder? Jetzt kann ich mich gerade wirklich sehr schlecht erinnern, oder ich war hier legit noch nicht. Aber das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Gucken wir mal kurz rein. Ich meine, wir waren ja auf Yipan und wir waren auch noch auf der Insel da oben. Okay, lass uns einfach mal kurz den Effekt weg. Nee, hier waren wir definitiv noch nicht. Schau mal einer an. Und hier braucht man auf jeden Fall Himmis Fähigkeit. Wo habe ich sie denn überhaupt hier? Vielleicht sollte ich Suche auch auf den Button legen, aber ich meine, komm, wie oft braucht man das schon? Ein, zweimal im Leben, im Playthrough. Naja, mal gucken, wie oft wir es noch brauchen werden. So genau kann ich mich leider auch nicht mehr erinnern. Vulkanhöhle EG. Okay, hier sind auf jeden Fall noch Kisten. Das ist nochmal ein Beweis, dass ich hier auf jeden Fall nicht war. Was ist denn da unten? Sieht ja sick aus. Okay, also ich kann hier auf jeden Fall rumlaufen und hier auch springen. Aber das bringt mir hier wohl scheinbar noch nichts, okay. Ah, doch, da kann ich Greifern. Momentchen. Greifer, das habe ich auch schon wieder fast vergessen, dass ich die Fähigkeit habe. was man nicht alles so hat. So, einmal dahin Greifern. Flupp. Okay, zu der Kiste hier hinten sind wir jetzt noch nicht gekommen, aber vielleicht später. Oh, hoppala. Ich habe so eine Gestenfunktion bei meinem Handy, das sieht manchmal ein bisschen komisch aus. Oh, Leo hat was entdeckt. Überlass mir das ruhig. Oh. Meine Thermik-Synergie kann einen stehenden Strom warmer Luft erzeugen, einen steten Strom warmer Luft erzeugen und für Auftrieb sorgen. Hoppala, sorry, jetzt wisst ihr, wie spät wir es haben. So, Thermik. Diese Feuer-Synergie erzeugt einen warmen Luftstrom, der den Anwender in unerreichbare Höhen tragen kann. Okay, hier nochmal kurz das Bild. Ja, sieht schick aus. Okay, dankeschön. Es mag vielleicht nicht überall funktionieren, aber ich halte diesen Ort für sehr geeignet. Ja, ich meine, wir sind mitten in einem Vulkan, das könnte auf jeden Fall klappen. Okay, mal gucken, ob können wir hier unten sonst noch wohin? Wir könnten, nee, hier rüber zu gehen bringt auch nichts, aber wir können hier hin. Wupp. Und dann können wir direkt zur Kiste, die wir gerade gesehen haben. Ja, das ist doch praktisch. Ein Armreif. Narrenschmuck. Das hört sich nach irgendwas an, was weniger schützend ist und mehr eine Funktion hat. Aber doch, der ist schon nicht schlecht. Ja, siehst du, erhöht PP. Dann würde ich das eigentlich lieber mal unabhängig von dem Schutzwert jemanden geben, der wenig PP hat. Zum Beispiel Tyrell, aber er kann es nicht anlegen, ich auch nicht, also es können sich nur unsere zierlicheren Kämpfer quasi anlegen. Himi zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei, sie ist halt Erdbändigerin, ja, Venus-Adept, deshalb weiß ich jetzt nicht, ob sie so krasse Synergie-Werte hat, verstehen das PP. Oha, das wird ja ordentlich erhöhen. Oh, sorry. Ja, komm, wir geben sie jetzt einfach mal. Warte, wie geht das nochmal? So, zack. Weil da macht schon ordentlich krass Synergie. Gut, sage ich mal. Na gut, sie hat jetzt nie Probleme damit gehabt, aber naja, was soll's. Okay, da muss ich jetzt erstmal noch nicht ran, aber ich kann hier außen lang. Da könnte ich mich rübergreifen, mal gucken, ob mir das was bringt.
Hier hinten könnte ich noch außen rumgehen. Könnte ich? Könnte ich? Ach, könnte ich doch. Schwer zu sagen manchmal. Okay. Hallöchen. Haut er jetzt ab? Über die Lava ist er einfach gejumpt. Ich weiß es ja nicht. Okay, dann würde ich den gerade mal hochthermikinisieren. Ja, von Eoleo, die Fähigkeit packe ich mir jetzt auf jeden Fall erstmal in den Slot rein. Einfach mal kurz hier. Komme ich da ran? Ah, ist zu weit weg. Okay. Dann müssen wir uns einen anderen Weg raussuchen. Hier könnten wir hoch. Das wäre eigentlich, glaub ich, auch gerade das Einzige, was wir hier machen können. Deswegen machen wir es auch. So, zack. Und ich weiß nicht, hätte ich jetzt noch außen rum gemusst? Ah, ich kann jetzt schon mal ein Dings rüberschieben, das ist gut. Ja, das Endgoal ist natürlich die Kiste da hinten. Okay, mal gucken, wo der hingeht. Ah, das ist praktisch. Da kommen wir nämlich dann an den Djinn ran. Okay, eine coole Sache. Dann würde ich mal sagen, wir sliden runter. Voll gefährlich, ey. Ich könnte einfach mitten in der Lava landen, wenn ich Pech habe. Aber egal. Ah, okay, wir sind gerade hier. Jetzt muss es aber reichen, oder? Ich meine, er ist immer noch ein gutes Stück weg. Ja, diesmal reicht's aber. Okay, wir haben dann noch ein Tor. Und dieses Tor scheint, Ende Buff. Das scheint noch verschlossen zu sein. Ich weiß nicht, haben wir da einen Schlüssel dafür? Okay, jetzt ist er oben. Und freut sich. Da müssen wir auf jeden Fall rüberschwingen. Aber ganz sicher. Na gut, mal gucken. Also, wo können wir denn hin jetzt hier? Wir könnten... Können wir da hin? Das sieht ein bisschen weit weg aus, wenn du mich fragst. Wir können wieder... Oder? Nein, doch nicht. Nevermind. Ich kann den hier mal aktivieren. Ich weiß jetzt nicht, ob das direkt was bringt. Ja, der ist eindeutig zu weit weg. Eindeutig. Aber, vielleicht kommen wir trotzdem irgendwie hin. Hier lang zu gehen bringt nichts. Also jetzt kann ich mich vielleicht rübergreifen da an der einen Stelle. Ja, ich meine, ich fliege hier ja schon ziemlich durch, könnte man sagen. Aber, ja. Okay. Genau, an dieser Stelle hier. Und Greifer werde ich gleich auch nochmal brauchen. Das heißt, ich tue es einfach mal aus Prinzip hierher. Man kann es ja mal ändern. Flupp. Einmal rüber. Können wir von hier aus irgendwo... Ah, wir können nur nach oben damit, ne? Wir können nur nach oben. Ist vielleicht gar nicht verkehrt. Also ich weiß nicht ganz genau. Jetzt habe ich ein bisschen den Überblick verloren, ob uns das was bringt, nach oben zu gehen. Aber... Oh, da ist noch eine Tür, in der ich nicht drin war. Kann das sein? Ah, okay, hier kann man noch einen Block rüberschieben. Cool. Oder führt die Tür einfach nach unten? So wie... Also da sind wir schon einmal durchgegangen, ne? Hoppala. Kurz verplant. Okay, das sieht aus, als ob wir damit auch hoch könnten. Aber guck mal, jetzt ist ja der Djinn da hinten. Wieder runter komme ich hier nicht. Ich kann halt runtersliden. Okay, dann mache ich das jetzt erstmal. Wie wir zu diesem Dings hinkommen sollen? Ich glaube mal hier lang. Ja, genau, perfekt. Also so kommen wir auf jeden Fall mal zu der Schatzkiste. Und wenn wir dann wieder hochkommen, dann können wir auch den Djinn fangen. So. Auf Luft. Und dann rein da. Gut. Jetzt soll es ja erstmal so hier unten das mit den Rätseln gewesen sein. So, was haben wir denn hier? Oh, das sieht nach was fürs Wetter aus. Finsterfaust. Ich glaube, das ist storyrelevant, wenn ich mich richtig erinnere. Aber da wir da noch nicht... Haben wir darüber schon geredet? Ich sag dazu einfach erstmal nichts. Also, die geben wir auf jeden Fall erstmal Sweater, denn Sweater ist die einzige, die das Ding tragen kann. Und macht auch ordentlich Damage, okay. Hier, gönn dir. Alles klar. Da hätten wir schon mal das. Jetzt muss ich noch gucken, wie ich rüberkomme. Ich kann hier wieder zurückspringen, cool. Coole Sache. Okay, dann würde ich jetzt den erstmal wahrscheinlich scheuchen, oder? Jetzt flieht er wahrscheinlich erstmal von mir, weil das macht er ja schon die ganze Zeit. Ah, nee, nevermind. Ich dachte, ich muss jetzt noch auf die andere Seite rüberschwingen, aber okay. Wir können erstmal gegen ihn battlen, aber ich glaube, da tun es einfache Angriffe. Also da müsste ich jetzt nicht Synergie einsetzen. Wobei, wir haben ja jetzt Amiti dabei, mit dem hätte ich den vielleicht noch ein bisschen Wasserschaden machen können. Vielleicht mache ich das ja nächste Runde, falls der Kampf überhaupt so lang geht. Boah, richtig lächerlich wenig Damage. Nein, nicht fliehen. Okay, dann mache ich wieder ganz normal, sie auch. Und er kann dann mal... Vielleicht sowas hier? Der Rest ist pflanzlich. Gut, es ist auch nicht stark, aber komm, was soll's. Vielleicht macht er mehr Damage als das davor. Ah, okay. Oh, ausgewichen. Er kommt doch noch zum Zug. Mal gucken, ob das jetzt was bringt. Ja, also sagen wir mal mehr als sein normaler Angriff. Aber immer noch weniger als mein normaler. Also, naja. Okay. Oha, wir müssen mal schauen wegen Leben. Wir sind schon bald alle bei der Hälfte. Oder gehen zumindest mal in die Richtung. Aber okay, komm jetzt aber. Komm, Tyrael muss ich auch mal beweisen. Und macht saftige... Okay, so saftig war der Angriff auch wieder nicht. Aber der macht halt die Verteidigung runter. Und es gibt ein Level-Up. Level 136, genau. Level 36, auch Level 36 und auch Level 36. Das heißt, wir wechseln mal wieder aus. War jetzt ja auch schon länger nicht mehr so. So, aber erstmal kommst du mit unserer Teamfreund Nase. Oh. Okay, Hitze. Sehr cool.
Oh, Hitze. Dieser Feuergeist lebt in einer Vulkanhöhle und strahlt ein helles, aber angenehmes Licht aus, das den Geist erfrischt. Ja gut, hab's jetzt nicht genau vorgelesen, aber was soll's. So, dann machen wir jetzt mal hier schnell die Teamzusammenstellung wieder ins Lot. Keine Ahnung, ob das jetzt der richtige Ausdruck war. So, einfach alle mal tauschen. Oder, wobei, die anderen sind auch, ne gut, Himmi ist schon Level 36. Dann würde ich den letzten, der sich im, nee, wir lassen es einfach so. Dann haben wir auch von jeder Energie, Synergie einen im Team, oder? Ja, sieht richtig aus. Okay, gut, dann passt es. Und dann gucke ich jetzt mal, ob wir, also wir haben ja auf jeden Fall schon mal den Schatz hier geborgen und wir haben eigentlich alles mitgenommen. Cool, also gut, dann haben wir das jetzt ja auch abgehakt. Oben in den Vulkan einmal reingucken. Immer ziemlich cool, wenn die Kamera so ein bisschen umschlägt, das mag ich gerne. Wäre natürlich noch cool, wenn man ein bisschen mehr Kamerafreiheit hat, aber ich meine, braucht man jetzt ja im Endeffekt auch nicht so wirklich. Okay, hier haben wir ein paar Goblins, oder? Goblin Lords sogar. Hui, Heidenai, da trifft man gleich die ganz hohen Tiere. Oha, Himi ist wirklich krass im Angriff. Gut, das Wetter haut jetzt auf jeden Fall ordentlich rein. Ich meine, gerade mit diesen krassen Box-Handschuh-Gedönsen. Alter, was haben die für krasse Waffen dabei? Los, Reef, hau ihn um. Ja, okay. War jetzt nicht zu erwarten, dass er das hinbekommt. Na gut, dass sowieso zwei sind, würde ich einfach mal ein bisschen härtere Geschosse auffahren. Ja, was weiß ich, was härtere Geschosse sind. Einfach irgendwas halt. Komm hier. Synergie ist ja bei manchen sowieso kein Problem. Guck mal, Himmi hat jetzt 300 Synergie einfach. Vielleicht hätte ich es doch jemand anderem geben sollen, wie Tyrell oder so. So, zack, jetzt. Das muss es aber doch tun hier. Einmal drauf gespittet. Und das hat natürlich für den einen gereicht. Und dann noch ein bisschen bei dem anderen reindrücken. Gut, ja, das war gar nicht so ein krasser Angriff. Okay, erstaunlich, unerstaunlich. Zack, und dann ist der auch Geschichte. Sehr schön. Gute Arbeit, Leute. Ja, okay, heilen lasse ich jetzt mal bleiben. Aber ich würde mal gucken wegen den Federn. Ja, jetzt ist Kiara natürlich hinten. Sehr gut. So, heilige Feder nochmal. Und dann können wir vielleicht auch ein bisschen unbeschadeter hier durchkommen. Ah, und jetzt haben wir ein X auf der Karte. Ich sag doch, das war storyrelevant. Okay, so viel zum Thema unbeschadeter durchkommen. Das sind auch so viele Gegner, dann kann ich ja niemals fliehen. Dann müssen wir hier so schön die großen Angriffe, dann sind auf jeden Fall. Wir müssen es schaffen, die alle nach einer Runde platt zu machen. Das ist das Wichtigste. Sü-Eis. Frostiger Biss. Und dann noch. Ich weiß nicht, das war voll schwach, ja, aber egal. Komm, einmal geht noch. Oh, bitte schlaf nicht ein. Okay, es hat nicht aufs Wetter, hat nicht auf Himi gewirkt, das ist schon mal gut. Oh. Und es wirkt nicht auf Reef und nicht auf Eoleo. Boah, haben wir ein widerstandsfähiges Team. Also, beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger. Okay, ja, fällt mir jetzt aber auch erstmal auf, dass die Gegner, die quasi mitten im Angriff drin sind, dass die auch mehr Damage bekommen, als die am Rand sind. Ich mag das Kampfkonzept von diesem Spiel. Okay, aber das Wetter ist ziemlich low health. Da müssen wir. Und sie hatten Level up, okay. Da müssen wir auf jeden Fall mal schauen, dass wir da mal trotzdem nochmal durchheilen. Also, zack. So, Dankeschön. Und dann geht's weiter. Also die heilige Feder, die bringt irgendwie mal mehr, mal weniger, habe ich das Gefühl. Ja, hier nochmal ein Beweis dafür, dass es mal weniger bringen kann. Komm bitte. Verdammt. So gehen die Kämpfe trotzdem immer noch am schnellsten. Einfach Rückzug spammen. Irgendwann wird schon klappen. Okay. Ach, wir haben noch ein. Moment mal. Ach so, das war. Ich hab's hier gar nicht richtig eingeteilt hier. Guck mal, machen wir gerade mal so. Dann. Guck mal. Alle sind richtig. Das gibt's nicht. Ah, bis auf den hier. Nevermind. Doch nicht alle. Ich kann den aber an Himmel übergeben, dann sind ja doch alle richtig. Komm schon, geh hoch. Zack. Zack. Okay, ei, das sieht aber schön aus. Das hatten wir lange nicht mehr. Dann gucken wir mal kurz die Stats. Weil mich das auch interessiert. Himi hat zum Beispiel 342. Okay, damit ist sie mit Abstand die höchste. Ich sollte eigentlich Eoleo oder Tyrell diesen Armreif geben, aber die können den nicht tragen. Wenn ich. Entschuldigung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Okay, dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal unsere Mission accomplished. Aber guck mal, seht ihr das da unten rechts auf der Karte? Ich tausche mal kurz. Hier unten rechts, quasi, ein bisschen abseits der Weltkarte, sind auch Inseln und die sehen auch so bereisbar aus und. Oh, schon wieder runtergewischt. Und die Insel, und das da unten sieht auch nicht gerade aus, als ob das komplett irrelevant wäre. Aber, naja, schwer zu sagen. Ja, ich müsste eigentlich mal langsam gucken, wie lang die Folge schon ist. Ich meine, wir haben jetzt hier schon mal schön so einen kleinen Vulkan-Dungeon geklärt, aber ob das jetzt schon die ganze Zeit einnimmt, wer weiß. Einmal hier gucken, leider nichts. Das wäre ja noch zu schön gewesen. Gucken wir mal, hier ist noch so eine kleine Inselgruppe. Ich weiß nicht, ob ich hier schon war. Also, Yipan war ich ja schon, aber ja, okay. Ich nehme wieder ein Dings. Das hat gar nicht so schlechte Dienste geleistet. Also, wir waren auf Yipan und auf dieser einen Insel da ganz oben. Aber. Achso, er setzt noch die Feder ein. Aber, ja.
was mit diesen kleinen Inselchen hier quasi auf sich hat. Ja, vielleicht ist es auch nur eine designerische Maßnahme. Ah, okay, hier bleibt man nicht stecken, das ist schon mal gut. Hier ist nur eine Insel, aber kein Weg nach unten. Ah, das da oben rechts sieht wieder ein bisschen mehr nach einem Weg nach unten aus. Diese Ansicht ist auch so cool, wo man so ein bisschen runter gucken kann. Da haben sie echt viel Wert auf diese Details gelegt. Aber eigentlich voll gefährlich. Man könnte ja Easygoing Flowing mal aus Versehen runterfahren. So, wir fahren an die Pan vorbei. Oh, was haben wir hier? Nochmal eine kleine Waldinsel. Und guckt, sag ich doch, irgendwo muss hier doch runtergehen. Sogar gleich zwei Tore. Und eine Küste. Und hier braucht man dann nochmal, wie heißt die Synergie nochmal? Okay, heilige Feder wirkt nicht mehr, macht nix. So, dann zeig mal, was du kannst, Timmy. Also, guck mal, jetzt ist die ganz vorne. Die Suche. Oh. Zack, haben wir ein Auge drauf geworfen. Und jetzt können wir da rein. Okay. Gia-Fälle, kleine Insel, EG. Okay, die Gaia-Fälle, Entschuldigung. So, okay, das sieht auf jeden Fall ziemlich sick aus. Direkt geht's Treppe nach unten. Hier haben wir schöne Stalagniten oder Stalaktiten. Ich weiß nicht ganz genau, an der Decke hängen. Und, okay, hier haben wir direkt einen Greiferpunkt und auch einen Wasserfall. Kann ich da durchlaufen? Oha. Nicht so effektiv, sagen wir es mal so. Bin ich hier jetzt stuck? Muss ich mich jetzt rübergreifern? Gar nicht schlecht, dass ich das ausgewählt habe hier. Also ich glaube, hier kann ich nicht mehr zurücklaufen wegen dem... Oh, wo geht's hier hin? Hat doch was gebracht. Ja, wegen der reißenden Strömung. Also hier haben wir erstmal einen Weg raus. Erstmal ein paar Monster. Oha, was bist du für ein fettes Viech? Erinnert mich an einen Gegner aus Skyward Sword, Legend of Zelda. Da gab es auch so ein Viech, das war... Ja, das war so ein... Also diese Echsenviech halt, da gab es, glaube ich, verschiedene Variationen über die Spiele hinweg davon. Und die waren wohl wahnsinnig intelligent und auch nicht leicht zu besiegen unbedingt. Oh, 10 Damage, oha, ey, auf welchem Level sind wir hier? 135, das ist doch gut. Das ist das, was ich sehen möchte. Aber steckt natürlich viel mehr ein und teilt auch gar nicht schlecht aus. Also Himi ist wirklich, ja, ich glaube, ich habe sie noch nicht gut ausgerüstet. Mit ihrem Damage wirkt sie eher so mickrig. Aber ich glaube, ich würde erstmal die Folge beenden, wenn wir gleich aus der Höhle rauskommen. Weil wir haben ja schon jetzt zwei Höhlen entdeckt. Eine Vulkanhöhle und diese Höhle hier. Und Reef ist auch Level 36. Okay, coole Sache. Okay, dann gehen wir mal raus und gucken. Ja, genau, jetzt sind wir hier unten. Wer hätte es gedacht? Oh, sieht das cool aus. Guter Platz, um die Folge zu beenden. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem kleinen Däumchen nach oben, einem netten Kommentar oder sogar einem Abonnement. Falls ihr noch keins da gelassen habt, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein und ciao.